Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor, heute mit Ebene 51. In diesem Video fasse ich für euch die Geschichte dieser Ebene zusammen und damit wünsche ich euch nun viel Spaß. In der realen Welt besucht Kikuhoka ein Krankenhaus. Er spricht dort über eine Patientin. Es ist Marin. Scheinbar ist sie wirklich in einer sehr schlechten Verfassung. Auch ihre Eltern scheinen gerade in einer finanziell schwierigen Situation sich gerade zu befinden. Zurück in Aincrad, in den Gefängnissen unter der ersten Ebene. Dort befinden sich Argo, Koaru und Flui. Die drei wollen dort einen Deal machen, auch wenn Koaru sehr aufgeregt und nervös scheinbar scheint, denn sie treffen sich dort im Gefängnis mit Morte und Sasa. Dabei übernimmt Argo die Verhandlung. Morte redet zwar zuvor noch sehr viel Müll, doch Argo schenkt dieser keine Beachtung und meint, dass sie hier ist, um über einen Deal mit ihnen zu reden. Beim Treffpunkt der Front. Einige Tage zuvor haben sie mitbekommen, dass es auf der 51. Ebene Stress gibt und dort sehr gefährliche NPCs herumlaufen, welche sogar versuchen, echte Spiele gezielt zu töten. Scheinbar lernen die NPCs nicht nur was Gutes, sondern auch was Böses und die Front ist besonders besorgt. Kirito glaubt, dass dort jemand gibt, der besonders gefährlich ist und diese alle anstachelt. Aber sie können ihn nicht fassen. Deswegen, weil er so hinterhältlich und gefährlich ist, wollen sie Feuer mit Feuer bekämpfen. Als sie auf der 51. Ebene sind, haben Argo, Koaru und Flui, Morte und Sasa dabei. Sie haben scheinbar einen Deal gemacht. Argo erklärt den beiden ein wenig die Situation. Sie meint, dass hier auf der Ebene mittlerweile einige starke Veränderungen gibt. Besonders gibt es hier zwei rivalisierende NPCs. Gruppen, welche gegeneinander kämpfen. Aber es gibt noch etwas anderes, was anders ist. Die drei nehmen die beiden mit und kommen in einer Cyberpunk-ähnlichen Stadt an. Argo erklärt, dass sich die Ebene stark verändert hat. Dort, wo eigentlich mal der Dungeon war, hat sich die Ebene verändert und alles sieht hier alles so ein wenig mehr futuristischer aus. Die beiden glauben, dass es vielleicht reale Spieler oder NPCs waren, welche die Ebene verändert haben. Doch Argo erklärt den beiden, dass Häuser unzerstörbare Objekte sind und somit nicht von Spielern oder NPCs verändert werden können. Aber Argo will ihnen noch etwas anderes zeigen. Als sie in einer Sackgasse ankommen, meint Morte, dass sie nun am Ende der Ebene sind. Doch Argo meint, dass dies nicht der Fall ist. Morte meint, dass sie hier aber kein einziges Schlüsselloch oder so etwas in der Art gibt. Doch Argo meint zu Koaru und Flui, sie sollen kurz auf die beiden aufpassen. Während Argo ein Hindernisparcours bewältigt und danach sich die Tür öffnet. Sie meint, dies wäre nötig, um die Tür zu öffnen, diesen Hindernisparcours zu meistern. Nun können sie also weiter. Auf der 83. Ebene befindet sich Leafa. Sie will sich eigentlich mit Oculus treffen, trifft dort aber am Strand Weller und Notte ist ebenfalls bei ihr. Sie fragt die beiden, ob sie ihr helfen könnten beim Fischen, denn sie möchte ein neues Rezept ausprobieren. Die beiden wollen ihr helfen. Auch wenn die beiden ein kurzes Gespräch haben, wo Notte zu Leafa meint, dass sie verschwinden soll. Doch als Notte das Fischen versucht, stellt sie sich ziemlich tollpatschig an und schlägt sich immer wieder mit der Route selbst. Aber als dann beide einen Fisch an der Angel haben und ihn rausziehen, sind es wirklich zwei große Fische, die sie gefangen haben. Und Vella ist dankbar, bis sie aufgrund ihrer Krankheit wieder zusammenbricht und sie ihr die Medizin verabreichen und sie auf ihr Zimmer bringen. Als dann Oculus wieder zurück ist, meint er sei dankbar, dass sie Vella geholfen haben. Doch er weiß, dass diese Medizin ihr bald nicht mehr helfen wird, denn sie wird bald sterben. Er bittet die beiden, mit Vella noch etwas Zeit zu verbringen, damit sie ihre letzten Momente genießen kann in ihrem Leben. Als sie vor einer Tür ankommen, will Morte wissen, warum sie eigentlich die beiden mitgenommen haben. Denn aktuell wirkt es für die beiden so, als würden sie eigentlich Ninjas brauchen und keine Mörder. Doch Argo meint, sie werden es bald verstehen. Als sie versuchen, eine Tür zu öffnen, wird der Schlüssel von Argo gestohlen von einem Dieb, welcher daraufhin verschwindet. Aber Argo rennt hinterher. Egal was der Dieb macht, Argo ist immer hinter ihr. Selbst als sie das Perfekte versteckt hat, findet sie Argo. Oder als sie eine Rauchbombe verwendet und verschwindet, immer wieder ist Argo zur Stelle und kann die Diebin finden, bis sie in eine Falle der Schlägertypen gerät und dort von ihnen bedroht wird. Argo nutzt die Möglichkeit der Verwirrung der Diebin und stiehlt den Schlüssel wieder zurück. Die Diebin bittet Argo, ihr zu helfen. Auch Sasa, Morte, Koaru und Flui kommen dazu. Also entschließen sie sich alle gemeinsam zu kämpfen. Was auch gut funktioniert, bis Morte, Koaru, Flui und Argo paralysiert und einige NPCs auftauchen. Diese werden sogar von Sasa und Morte getötet. Obwohl sie vom Level her deutlich schwächer sind, haben sie aufgrund ihrer Taktik sind sie den Schlägertypen deutlich überlegen. Es kommen Orange-Player dazu, welche darauf gewartet haben, dass Sasa und Morte sich befreien.
befreien. Sie wollen nun erst Argo, Kuro und Flui töten, dann die Dieben und dann aus dem Gefängnis die anderen holen. Doch Sasa und Morte haben andere Pläne. Sie wollen die anderen Orange-Player töten. Doch nun ist das Versteckspiel vorbei und die drei bewegen sich wieder und lassen die Orange-Player laufen. Sie wollen nicht, dass Sasa und Morte die Dieben tötet. Die Dieben bedankt sich bei Argo und meint, Argo meint zu Dieben, dass sie sie zu ihrem Hauptversteck bringen sollen. Ansonsten dürfen Sasa und Morte die Dieben töten. Doch sie geht auf den Vorschlag ein und will nun also für Argo arbeiten. Sie meint, ihr Name sei Knackia. Auf der 79. Ebene treffen sich Shinnon und Stiller. Scheinbar will sie wieder zurück an die Front und dort mitkämpfen. Doch aktuell ist sie ein zu schwacher Tank und möchte besser werden. Shinnon meint, der beste Tank an der Front wäre Aegir und deswegen würde es ziemlich schwierig werden. Aber sie möchte dennoch Stiller helfen. Knackia findet, dass nicht nur Sasa und Morte seltsame Leute sind, sondern auch Argo. Aber dennoch will sie ihr helfen. Sie meint, sie müsste mit der Gruppe zu einem Aufzug, wohin sie die Gruppe tatsächlich auch führt. Morte will nun genau wissen, warum die beiden eigentlich mit auf diese Ebene kommen sollten. Argo erklärt den beiden die Situation, dass diese Ebene vor dem Vorfall eigentlich eine Ebene war, welche sich mit Magie beschäftigte. Sie erforschten Magie und das war eigentlich schon alles. Aber nach dem Vorfall hat die Stadt sich geändert, auch das Bild der Stadt hat sich verändert. Irgendwas scheint mit den Leuten passiert zu sein, denn alle sind irgendwie verdächtig. Nicht nur die Schlägertypen und Knackier sind so seltsam, sondern alle Personen in diesem Ort. Doch für die Front ist dieser Ort ein sehr wichtiger Ort und sie wollen herausfinden, was hier genau passiert ist. Vielleicht finden sie auch einen besonderen Hinweis, wie man das Spiel beenden könnte. Doch es waren einige schon von der Front hier und wurden von NPCs angegriffen und kritisch getroffen. Diese Typen hier auf der Ebene sind extrem clever und gefährlich im Stellen von Fallen. Der Front ist es selbst nicht gelungen, die Ebene unter Kontrolle zu bekommen. Also hatten sie die Idee, dass sie diese fiesen, typischen, tückischen NPCs mit fiesen, tückischen Spielern kontern. Und wer würde da nicht besser passen als die Mitglieder von Love and Coffin? Sasa meint, dass die Front einfach nur Nichtskönner sind und das ist alles. Beim Weiterlaufen bleibt Knackia plötzlich stehen. Sie meint, dass ihr Gebiet hier enden würde und dass sie sie nur bis hierhin führen kann. Sie meint, danach würde es selbst für sie gefährlich werden. Doch Argo kann sie überreden, die Gruppe weiterzuführen. Im Austausch danach bekommt sie dann eine richtig große Belohnung und eine Auszahlung, wenn Knackia der Gruppe hilft. Als sie weiterlaufen, meint Knackia, dass sie gleich da sind. Knackia meint, dass sie sie gleich zu ihrem Boss bringen wird. Argo erklärt, dass es hier verschiedene Banden gibt, welche jeweils ihren eigenen Boss haben. Diese unterstehen einem ganz großen Boss. Sie meint, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie bei Love and Coffin. Knackia ist überrascht, wie viel Argo von dem System überhaupt kennt. Als sie ankommen, treffen sie auf den Hauptboss. Der Boss heißt Jack und er meint, dass er bestimmte Sachen braucht, damit sie zum Haupttor kommen können und somit weiter zu können. Die Gruppe meint, dass sie es besorgen wird. Knackia sollte in der Zwischenzeit der Gruppe einmal den Unterschlupf zeigen. Als sie in der Kantine ankommen, entscheiden sie, dort etwas zu essen. Dabei ist Morte genervt, dass es nur Gemüse gibt und es gibt eine hitzige Diskussion zwischen Argo und Morte über das Thema Gemüse, während sich Knackia und Kuro an einem anderen Tisch nett unterhalten. Nach dem Essen wollen sie sich dann aufmachen, die Sachen zu suchen. Auf der 83. Ebene sind Norte, Liefa und Vella. Die beiden wollen Vella auf eine Ebene bringen, wo sie japanisches Essen genießen kann, was sie zuvor noch nie probiert hatte. Auf der Ebene angekommen, gehen sie mit ihr in ein Restaurant und zeigen ihr verschiedene Gerichte, die die beiden kennen und lieben. Vella ist begeistert und schreibt sich die Gerichte auf. Sie meint, dass sie sie irgendeinmal selbst irgendwann mal nachkochen möchte, bis sie sich erinnert, dass sie das vielleicht gar nicht mehr kann. Doch Liefa und Norte bauen sie wieder auf, wobei die beiden wieder etwas streiten, wer von den beiden das Essen von Vella dann mehr mögen würde, was Vella zum Lachen bringt. Sie meint, dass sie sich Mühe geben wird, dass die beiden dann, dass es auch beiden sehr schmeckt. Worauf sich Liefa und Norte sehr freuen. Zurück wieder bei Argo und Knackia. Dort beim Hauptquartier hatten sie auch ein weiteres Mädchen bei Jack gesehen. Sie hieß Klammi. Knackia meint, dass dies ihre Schwester sei und Jack die beiden damals gerettet hat. Doch Knackia meint, dass ihre Schwester etwas Besonderes sei, denn sie könnte das Steinrätsel vielleicht lösen, welches von niemandem eigentlich gelöst werden kann. Doch dafür braucht Jack vorher noch ein Item, was sie gerade suchen. Angeblich soll sich hinter dem Steinpuzzle auch eine besondere Macht verbergen, welche scheinbar Jack für sich nutzen möchte. Scheinbar hat er nur ein eigenes Interesse an den beiden und hat die beiden Mädchen damals nicht aus Mitleid gerettet. Besonders, weil die beiden Schwestern sich kaum noch sehen können.
Sie suchen überall, aber es ist wie in einem Irrgarten, es ist schwer etwas zu finden. Doch irgendwann findet Knackier die richtige Tür und kann sie aufknacken. Als sie die Tür öffnen, ist Knackier begeistert von all den Schätzen, die sich dort befinden. Morte nutzt die Gelegenheit, um herauszufinden, was überhaupt in der Stadt passiert ist. Arga erklärt, dass in der Stadt etwas Besonderes gefunden wurde, wie man Magie nutzen kann, was dieser Stadt einen extremen Vorteil gebracht hat in der Entwicklung. Doch dieser Vorteil hatte zur Folge, dass mehr Zwietracht unter den Menschen herrscht und sich die Stadt radikal verändert hat. Sie finden auch ein Buch, wo sie einen Hinweis finden, wo sich der Stern, den sie brauchen, befinden soll. Es soll sich hinter einem Gemälde befinden. Als sie das Gemälde entdecken, wollen sie es hochheben. Doch sie müssen aufpassen, da wie im Buch stand, ist dieser Stern von Golems bewacht wird und diese sind durchaus gefährlich. Zurück wieder bei Vella, Lifa und Notte. Sie sind gemeinsam immer noch in der Stadt unterwegs und Lifa meint, dass sie jetzt noch etwas Süßes essen gehen will, was Vella ebenfalls möchte. Notte meint, dass sie einen Ort kennt, wo es optimal dafür wäre. Als sie dort ankommen und Lifa sich die Speisekarte genau ansieht, bemerkt sie, dass diese Gerichte wieder alle japanisch sind und diese sowohl traditionell als auch moderne Süßigkeiten sind. Notte erklärt, dass dies die Besonderheit dieses Laden wäre. Also essen sie dort gemeinsam. Beim Essen entdeckt Vella auch, dass sie ein großer Japan-Fan ist und sie möchte unbedingt einen Samurai und eine Ninja sehen, was die beiden überrascht. Doch Notte meint, dass sie sogar mit einem Ninja befreundet ist, was Vella begeistert. Lifa fragt daraufhin, ob sie wirklich mit einem Ninja kennt. Dabei erklärt sie, dass sie eine grünhaarige Ninja-Kämpferin aus Asuka Empire kennt, welche ziemlich stark war. Für die Leute, die den Hinweis übrigens nicht verstehen, dabei handelt es sich um Merida, eine frühere Freundin von Yuki und ihrer Schwester. Lifa meint, dass sie ebenfalls sogar einen Samurai kennen würde, welcher sogar in einer roten Rüstung trägt, was Vella ebenfalls begeistert. Wer hier den Hinweis nicht verstanden haben sollte, dabei handelt es sich um Eugene, welcher in Staffel 1 gegen Kirito in Aal-Ur gekämpft hat. Lifa meint, dass sie noch andere Freunde hat, welche Vella unbedingt kennenlernen sollte. Als sie aufgegessen haben, wollen sie ein Foto machen. Mit dem Rekordkristall schießt Notte auch ein Foto von den dreien, wo Vella in der Mitte steht. Zurück wieder bei Argo und Knackier. Sie wissen nun, wo sie das Item finden können. Also müssen sie nun auch das richtige Monster besiegen. Sie besiegen einige Golems, aber immer wieder hat er nicht das richtige Item, bis sie einen weiteren besiegen und er dann endlich das Item hat. Endlich haben sie es und können endlich wieder zurück. Als sie weitergehen, meint Argo, dass sie mit einem Streitwagen besser vorankommen würden. Doch Koaro meint, durch die Motorgeräusche könnte das aber zu auffällig sein, bis sie Koaro aufklären, dass man einen Streitwagen mit Pferden bespannt und kein maschinelles Gerät sei. Doch dann werden sie von einer großen Gruppe von Schlägertypen angegriffen, welche sogar Knackier umbringen wollen. Als sie die Gegner besiegen, will Argo wissen, von wem sie beauftragt wurden. Doch sie schweigen, bis Morto und Sasa ernst machen wollen und ihnen drohen. Und sie erzählen, dass sie von Jack geschickt wurden. Sie sollten die Gruppe töten und das Stern-Item dann übergeben. Als sie dann wieder bei Jack sind, ist er überrascht, dass sie noch leben. Knackier will, dass Jack Klammi freigibt, doch er meint, dass sie eigentlich freiwillig in ihrer Gruppe ist, bis er meint, dass es sowieso nichts bringen wird und Knackier zusammenbricht. Sie wurde tatsächlich paralysiert. Auch Argo, Koaro und Flui werden paralysiert. Es war Morte. Argo ist sauer, denn sie hätte es eigentlich wissen müssen, dass die beiden mit Jack zusammenarbeiten. Morte ist genervt von dem Gequatsche von Argo und schlägt sie. Aber sie meint, bald werden die anderen kommen und sie retten, was Morte aber schon bedacht hat. Als Jack hinzukommt, meint er, dass sie die vier nun töten sollten. Doch Morte meint, würden sie das tun, würde die Front etwas bemerken, dass etwas schiefgelaufen ist und alle Mitglieder der Front würden angreifen. Aber wenn die drei am Leben sind, so würde nur immer eine kleine Gruppe zur Erkunde kommen, welche man dann nach und nach ausschalten könnte. Deswegen dürfen sie die drei nicht getötet werden. Knackier soll als Geisel und Druckmittel für Klammi sein, damit sie auch das macht, was man von ihr verlangt. Jack hat sie alle zur Tür gebracht. Auch Argo, Koaro, Knackier und Flui sind dabei. Für einige Kommentare wird Argo sogar von Morte geschlagen. Jack will nun die Tür öffnen, gemeinsam mit dem Puzzle, dem Stern und Klammi. Er zwingt Klammi auch das zu tun.
Auch wenn Knacki meint zu Klammi, sie soll wegrennen und sich in Sicherheit bringen soll. Doch Klammi möchte ihre Schwester nicht im Stich lassen. Als sie das Rätsel löst, öffnet sich das Tor und Jack ist froh, bis er von Morte angegriffen wird und getötet wird. Die Anhänger von Jack sind sauer und wollen handeln, doch Zaza ist schnell und hüllt alle in eine Nebelwand und tötet alle Anhänger. Knackia, Argo, Kuaru und Flui werden befreit. Scheinbar war das auch geplant, um so Jack aus dem Weg zu räumen. Auch wenn es eigentlich nicht geplant war, alle zu töten. Kuaru findet es schrecklich, wie viele jetzt so sterben mussten. Dennoch haben sie die Tür jetzt öffnen können, auch aus dem jetzt ein riesengroßes Schmetterlingsmonster herauskommt und die Gruppe angreift. Gemeinsam gelingt es ihnen, den Gegner auch zu besiegen und somit weiter ins Innere zu kommen. Als sie das Tor knacken, kommen sie weiter ins Innere und sind nun wirklich wieder im ebenen Dungeon wieder angekommen. Argo gibt Klammi und Knackia noch Geld dafür, dass Knackia ihnen geholfen hat und meint, damit sollten sie ein wenig durchkommen. Doch plötzlich kommen weitere Gegner. Es sind weitere Schlägertypen von Jack, die gehört haben, dass er besiegt wurde und welche sich nun an der Gruppe rächen möchte. Doch Morte nutzt seine Rauchbombe und sie können aus der Stadt entfliehen. Somit sind Klammi und Knackia zum ersten Mal außerhalb der Stadt und können mit dem Geld von Argo sich ein normales Leben aufbauen. Die beiden verabschieden sich. Und Morte meint, dass sich wahrscheinlich nun die Front um den ebenen Dungeon kümmern muss, was Argo auch bestätigt. Auf der 83. Ebene will Notte mit Leafa reden, denn sie möchte zum Meeting und dann zum Bosskampf. Doch Notte meint, dass dieser Boss extrem stark ist. Sie haben ihn sehr schwer gemacht, besonders weil es der Skull Reaper in einer stärkeren Form ist, wird er wahrscheinlich die Front töten. Doch Notte weiß, dass Leafa ein wichtiger Freund für Welle ist und deswegen soll sie nicht sterben. Doch Leafa will dennoch gehen, denn sie will ihre Freunde nicht im Stich lassen. Notte meint, sie sei dumm und geht. Gleichzeitig hat Leafa das Gefühl, dass auch Notte nicht möchte, dass Leafa stirbt. Bei der Besprechung warnt Asna davor, dass dieser Boss extrem schwer sein wird und deswegen sie auf jeden Fall aufpassen sollten, denn sie haben die Information, dass es der Skull Reaper ist und dieses Mal in einer deutlich stärkeren Form als zuvor. Zurück wieder auf der 83. Ebene spricht Leafa mit Oculus. Leafa meint zu ihm, dass sie auf jeden Fall gehen will, aber zuvor will sie noch einmal mit ihm trainieren. Beim Training erlernt sogar Leafa eine neue Technik, mit der ihre Technik und ihr Schwert sie nun viel besser einsetzen kann. Einige Tage später geht die Front auf die 51. Ebene, um den Boss zu bekämpfen. Aber die Anhänger von Jack und einige Orange-Player sind da, um die Front aufzuhalten. Doch Leafa stellt sich ihnen und kann einen nach dem anderen besiegen. Egal ob NPC oder Spieler, einer nach dem anderen wird von Leafa besiegt, bis der letzte vor Angst vor Leafa flieht. Leafa ist erschöpft und wird von Kirito und Cedar gestützt. Aber sie hat es geschafft und den Weg für die Front freigemacht. Nun steht der Front nichts mehr im Wege, nur noch der Boss. Vor dem Boss treffen sich Stilla und Shinnon. Scheinbar werden sie ebenfalls am Kampf teilnehmen. So machen sich Kuaru und Flui bereit für den Kampf. Im Kampf selbst kommen sie gut voran. Besonders Stilla und ihre Tankrolle kommen sie im Kampf gut zurecht. Auch Shinnon ist dieses Mal dabei mit einem anderen Geschoss. Es sind eine Art Brandbomben, die besonders gegen Metal Skull Reaper effektiv sind. Stilla benutzt im Kampf ihre Sense und wirft sie in Richtung des Kopfes des Bosses, womit er kurzfristig paralysiert ist. Kuaru und Flui nutzen die Chance, um dem Boss den Rest zu geben und somit ist der Boss besiegt. Ein paar Tage sind vergangen, seitdem wieder alles normal ist auf der 51. Ebene und Argo besucht Klammi und Knackia. Die beiden haben sich in einem kleinen Dorf ein schönes neues Leben aufgebaut. Im Gefängnis werden Morte und Zaza wieder eingebucht. Dennoch meint Morte, dass es ihnen Spaß gemacht hat, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dennoch soll sie nicht an ihre Vereinbarung vergessen. Was Argo auch meint, dass sie es nicht vergessen wird. Johnny Black hingegen findet es doof, dass die beiden sich zu Haustüren von der Front abrichten lassen haben. Auf der 83. Ebene, Vella liegt im Sterben und Leafa ist bei ihr. Auch Notte kommt vorbei. Leafa meint, dass es gleich ihr Ende sein wird. Doch Notte meint, dass es noch nicht vorbei ist und gibt Vella einen Trank. Als sie die Medizin zu sich nimmt, ist sie wieder okay und kann aus dem Bett aufstehen und sogar draußen herumrennen. Sie ist wieder geheilt. Notte meint, sie konnte einfach Vella nicht sterben lassen. Die drei verbringen draußen bei schönem Wetter den Tag zusammen und machen sogar ein weiteres Foto gemeinsam. Plötzlich tauchen Kuaru und Flui auf. Dabei versucht Leafa Notte sogar zu schützen und meint, dass sie nicht da ist, um etwas Böses zu tun. Doch die beiden sind gar nicht deswegen hier. Sie meinen, sie haben einen Anruf für Notte. Dabei handelt es sich um Kikuoka.
welcher mit Notte verhandeln will. Er meint, er kennt Notte aus dem realen Leben und weiß, dass sie Maren Kijami heißt und dass sie an dem Midi-Kobold steckt und kennt auch ihre Krankheit. Er meint, er hat herausgefunden, dass Maren an einer tödlichen Krankheit hat und dass sie im realen Leben auch eine Medizin für sie haben, welche Maren retten könnte. Doch Notte unterbricht ihn. Scheinbar weiß sie, dass er sie überreden will, dass sie mit den anderen Spielern helfen soll. Doch Notte weigert sich. Sie glaubt nicht mehr an die Worte von irgendwelchen Erwachsenen. Deswegen will sie hier bleiben. Sie meint auch, dass sie mit dem System ein Deal abgeschlossen hat. Notte bekommt die Medizin für Vella und dafür wird Notte sorgen, dass die anderen Spieler niemals das Spiel mehr verlassen können. Sie meint auch, sollten die Leute aus dem realen Leben versuchen, sie zu retten, um die Spieler auszulocken, wird sie vorher zusammen mit dem System alle Spieler töten und vernichten. Durch ihre Game Master Privilegien hat sie theoretisch die Möglichkeit, alle ohne Probleme zu töten. Als sie auflegt und geht, meint sie, dass in Zukunft noch mehr schwere Bosse kommen werden und die Front weitere und viel stärkere Steine in den Weg legen werden. Und dann geht sie. Lifa ist traurig, weil sie eigentlich gehofft hatte, dass sie und Notte nun eigentlich Freunde sind. Als sie Rana trifft, ist sie sauer und geht auf ihr Zimmer. Als sie dort ist, ist sie ebenfalls traurig über Lifa und schaut sich noch einmal ihr gemeinsames Foto an. Aslan bespricht sich mit der Front. Sie haben nun auch erfahren, dass Notte und das System planen, weitere mächtige Gegner zu erschaffen, um die Front aufzuhalten. Auch wenn Kibau meint, dass es immer schlimmer wird, besonders weil immer wieder einige Spieler sterben, wie beim Treffen mit den Vampiren. In der realen Welt ist Kikuoka enttäuscht, weil er gehofft hat, dass er zusammen mit Notte kooperieren könnte, um die Spieler so zu befreien. Doch er meint, er hat noch einen weiteren Plan. In Ankrat sind Koharu und Flui auf einer anderen Ebene und treffen sich dort mit einer alten Bekannten. Es ist Ado. Ja, liebe Freunde, das war die Geschichte der 51. Ebene in Sword Art Online Integral Factor. Also ich muss ja sagen, mir war ja klar, dass Vella nicht sterben wird, dass es irgendwie noch ein Plot-Twist kommen wird. Ansonsten muss ich aber sagen, dass ich diese Geschichte von dieser Ebene nicht so wirklich gut fand. Aber ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare. Falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und vor allem abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer Flui.